Hallo liebe Leute, vorhin geht es um einen bemerkenswerten Auftritt von Bernd Baumann bei der Berliner Runde, die relativ fair geführt war, wahrscheinlich aus dem Grund, weil die Moderation, weil die ARD gedacht hat, es sind 8 Leute. Wenn das ganze Framing die ganze Zeit so schlecht ist, es sind so viele Leute, Bernd Baumann kann so wenig reden, das reißt es nicht raus. Das heißt, jetzt kann man hier der Allgemeinheit suggerieren, vor allen Dingen den AfD-Wählern suggerieren, es ist hier, geht hier fair zu. Wir haben hier Anstand und Niveau und es bringt dann sowieso nichts. Jetzt im Folgenden die Berliner Runde, ein paar Ausschnitte, vor allem mit Bernd Baumann und auch Christian Leie vom BSW. Danach haben wir Worte dazu. Herr Baumann, Ihre Partei darf sich als Gewinnerin zumindest der 3 Landtagswahlen im Osten insgesamt fühlen. Sie sind in Bochum aufgewachsen, Sie sind in Hamburg in die AfD eingetreten. Inwiefern wird sich für Ihre Partei der Bundestagswahlkampf von dem unterscheiden müssen, also auch im Westen, von dem, der jetzt im Osten geführt wurde? Der unterscheidet sich gar nicht groß. Die Wähler unterscheiden sich etwas. Historisch haben die sich anders entwickelt, sind anders geprägt. Aber im Kern geht es um die gleiche Frage. Wie soll es mit der Republik weitergehen? Und wenn wir sehen, die SPD heute hat knapp gewonnen, das scheint so zu sein. Wie hat sie das denn geschafft? Sie hat auf den letzten Metern, Herr Woidke, unsere Kernforderung, Zurückweisung an den Grenzen, voll und ganz übernommen. Vorher hat es die CDU übernommen. Das heißt, die AfD setzt ja schon die Themen. Das heißt, unsere Themen, unsere Partei ist bürgerlich, ist vernünftig, unsere Forderung und vor der Geschichte haben wir recht gehabt. Aber frustriert Sie das, dass Sie quasi jetzt sagen, unsere Themen werden übernommen, aber Sie kommen nicht in die Regierungsverantwortung? Das ist doch nur eine kleine Etappe. Wir gehen doch von Wahl zu Wahl. Gucken Sie mal die Jungwähler an. Zuletzt in Thüringen, da hatten wir 38%. Die Zukunft gehört uns. Wir gehen weiter zu Carsten Lindemann. Herr Baumann hat der CDU auch im Bundestag schon vorgeworfen, die Themen zu übernehmen. Hat er recht? Nein, das sagt er ja schon lange, weil die AfD trennt zwischen 1 und 0. Die einen sind gut, die anderen sind schlecht. Grenzschließung, keiner darf mehr rein. Das stimmt doch nicht. Ja, nein, nur die Asylmigranten. Herr Preis, zur Sache. Herzlichen Glückwunsch an die SPD. Ich fand das sehr, sehr mutig von Herrn Woidke. Das muss man einfach mal sagen. Die Menschen wollen glaubwürdige Politiker. Ich glaube, das Schlechtreden, was hier auch an diesem Tisch sehr viel gemacht wird von Deutschland, hilft uns da nicht. Das zahlt in die Kreml-Narrative ein. Putin ist gerade unterwegs, das haben wir wieder an Berichterstattung gesehen, und hat BSW und AfD als Handlanger, um die Angst zu schüren in diesem Land, um Verunsicherung zu schaffen. Und das ist ein Riesenproblem. Und wir als demokratische Parteien und wir Grünen sehen uns da auch sehr in der Verantwortung, müssen darüber reden, wie wir dieses Land voranbringen, wie wir reinkommen. Da muss ich mal widersprechen. Also Entschuldigung, ich will da nicht reingrätschen. Aber jetzt die ganzen Probleme, die es in Deutschland gibt, auch gerade mit der Ampelregierung, dann immer zu sagen, ja, das ist Putin, wenn man das kritisch sieht, das teile ich nicht. Die letzte Umfrage, 51% der Bevölkerung lehnt Waffenexporte in die Ukraine ab. Das ist inzwischen die Mitte der Gesellschaft, eine Mehrheit. Das sind doch nicht alles Putin-Versteher. Ich glaube, wir müssen da auch im politischen Diskurs einen Neustart machen und so nicht weitermachen. Weil ich glaube, das ist Teil der Frustration draußen im Land und vielleicht auch ein bisschen Teil von Ihren Wahlergebnissen. Da teilen Sie aber sicherlich auch, dass Vasallenkanzler nach dem Appell, den Sie gerade abgelassen haben, vielleicht nicht der richtige Begriff ist, ne? Da können wir uns dann nochmal drüber unterhalten. Ich glaube, klare Sprache ja, aber Unterstellung, dass man für einen ausländischen Diktator arbeiten würde, dass man da bezahlt würde. Ich meine, Habeck hat sich da weit aus dem Fenster gelehnt. Wir gehen da jetzt juristisch gegen vor. Und da würde ich sagen, das ist der falsche Tonfall. Sonst wären jetzt 51% der Bevölkerung Agenten von Putin. Und das wollen Sie doch nicht wirklich unterstellen. Ich glaube, das wurde auch so nicht gesagt. Herr Baumann, ist das Thema Einzelthema Migration genug für Ihre Partei, um bei der Bundestagswahl zu reüssieren? Nein, wir haben ja einen ganzen Themenkatalog, Wirtschaftspolitik, alles. Aber Migration ist das Thema, was den Deutschen auf den Nägeln brennt. Die haben ja Angst, zu Recht, die fühlen sich fremd im eigenen Land, was da passiert ist. Man muss sich ja nur die Zahlen angucken. 52.000 Vergewaltigungen seit 2017 durch Flüchtlinge. 21.000 Messerattacken im Jahr. Das sind alle 20 Minuten eine. Das ist doch ein Drama, was passiert ist. Millionen unkontrolliert über die Grenzen zu lassen, aus Orient und Afrika, ohne zu wissen, was passiert. Herr Baumann, Sie haben Angst vor Messergewalt angesprochen. Eine Kandidatin Ihrer Partei,
hat in Brandenburg bei der Landtagswahl Stichwaffen als Giveaways an den Wahlkampfständen verteilt. Finden Sie, das ist ein angemessener... Hat eine Partei in Deutschland so etwas an Infoständen. Wir verteilen da Einkaufschips oder Kugelschreiber. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie damit kommen. Das sind Selbstverteidigungs, so kleine Sticks für Frauen. Sie stehen für Gewalt in der deutschen Politik. Die sich nicht mehr in die Freibäder trauen, nicht mehr auf die Sprachplätze, nicht mehr in Bus und Bahn. Und Sie verharmlosen das auf diese Art und Weise. Vielen Dank dafür, Herr Kühnert. Ganz kurz noch mal zu dem eigentlichen Thema zurückzukommen, weil das gab ja gerade die Anmerkung auch, dass vielleicht es nicht nur um das Thema Migration geht. Wenn Ihre Partei sozusagen eine stärkere Rolle haben will, wird sich auch um die Wirtschaftspolitik kümmern müssen. Natürlich. Wenn Sie entscheiden könnten, würden Sie 10 Milliarden Euro Förderung an Intel geben? So ohne weiteres nicht. Also da sind ja Leute im Wirtschaftsministerium, man will ja nicht so nahe treten, aber Kinderbuchautor ist keine Qualifikation, um zu beurteilen. Aber die Frage war jetzt Intel, ja, nicht Intel, der Kinderbuchautor. Der hat ja zugestimmt, sozusagen der Kinderbuchautor als Minister. Das muss man ganz anders prüfen. Ein Konzern, Weltkonzern, der aber im Abstieg ist, Sie brauchen nur den Börsenkurs angucken, und man versteht nichts von Wirtschaft, da noch Geld reinzustecken. Also ich würde mir das dreimal überlegen, ob das der richtige Weg ist. Natürlich muss man Industrien ansiedeln, natürlich muss man attraktiv sein, aber da muss die Infrastruktur stimmen, da muss die Bahn fahren, die Autobahn, die Brücken, die Steuern, das muss alles stimmen. Der Rahmen, die Rahmenordnung stimmt nicht. Das ist das Problem. Und das haben wir 16 Jahre CDU-Regierung zu verdanken, die mal Rodenbrücken und jetzt der Ampel. Das ist die Katastrophe, weswegen keiner kommt, dass man die mit 10 Milliarden locken muss. Die kam früher freiwillig. Die ganze Welt, die Spitzenunternehmen kamen freiwillig nach Deutschland. Herr Lindemann, das ist ganz spannend, je nachdem, welcher Herr Lindemann, morgen gibt es den Autogipfel, unter anderem zum Thema Volkswagen. Was muss da passieren? Wir dürfen uns nicht fokussieren auf eine Technologie. Wir müssen technologieoffen sein. Dieses Land ist groß geworden mit Menschen, die das Leben selbst in die Hand genommen haben, eine Idee hatten und losgelaufen sind. Und der Staat hat den Rahmen gesetzt. Wenig Bürokratie, Fachkräftesicherung, genau. Steuern runter und gleichzeitig auch das Thema Energiepreise anzugehen. Jahre regiert. Das sind die, wenn Sie ein bisschen Anstand haben, Sie haben doch regiert. Sie mich doch einfach mal ausreden, ja. Herr Baumann. Die ganzen Sendungen, Sie sind nicht in der Lage, dass mal Persönlichkeiten, Menschen, die hier sitzen, ausreden. Wir sind mehr erwarte aufgerufen ich zum Zwiegespräch. Herr Baumann, Sie bitten Herrn Lindemann kurz. Anstand und gleich bitte, können Sie wieder reden. Wir müssen den Rahmen setzen. Das heißt technologieoffen. Das heißt, in dem Moment, wo Sie einen Fokus auf eine bestimmte Technologie setzen, zum Beispiel auf die Technologie Elektromobilität, haben Sie nicht mehr die Breite. Und dann entscheiden wir Politiker und sagen nur die Technologie. Ingenieure müssen in Deutschland entscheiden. Und es gibt Firmen wie zum Beispiel BMW, muss ich einfach mal sagen. Wenn man es jetzt wieder ändert, dann wird es noch komplizierter. Ja, aber warum geht dann BMW beispielsweise mit Toyota in die volle Breite? Die sind im Wasserstoff unterwegs, bei synthetischen Kraftstoffen. Die bauen die modernsten Dieselmotoren. Ich will hier keine Werbung machen. Ich will nur Technologieoffenheit in Deutschland. Da baut der reichste Mensch der Welt eine Tesla-Fabrik rein und dann gibt es in dieser Fabrik nicht mal Tarifverträge. Ich glaube, solche Sachen muss man vorerklären. Und das ist Aufgabe der Politik, genau daran zu gehen. Und da reichen Erwartungshaltungen nicht. Da reichen Erwartungshaltungen nicht. Und ich glaube, aber man muss über die großen Fragen reden. Es geht nicht nur um Einzelmaßnahmen, sondern es geht darum, dass wir in Deutschland, Deutschland ist ökonomisch wie ein Youngtimer. Ein Auto, das in die Jahre gekommen ist, früher Rennen gewonnen hat, aber heute nicht mehr State of the Art ist. Und man müsste jetzt eigentlich investieren, und zwar große Summen in die Industrie, um sie zu transformieren, in neue Industrie, um sie anzusiedeln und in die Infrastruktur, damit die Brücken nicht runterkommen. Und da ist man sich in der Ampel nicht einig, wie man das machen soll. Das heißt, die ganzen Diskussionen, die wir gerade haben ums Geld, um den Haushalt, wer finanziert was, wo streichen wir nicht, ist doch eine Gerechtigkeitsfrage am Ende des Tages. Werden starke Schultern belastet durch höhere Steuern auf sehr große Vermögen und geht man an die Schuldenbremse dran? Und letzter Satz, Herr Baumann, genau auf diesem Feld ist die AfD blank. Es gibt keine Partei im Deutschen Bundestag, von deren Steuerprogrammatik die Milliardäre mehr profitieren würden als von der AfD. Unsinn. In Baden-Württemberg haben sie... Das ist überhaupt kein Unsinn. Das können wir alles im Detail ausdiskutieren. In Baden-Württemberg hat ihre Partei gerade gegen ein Tariftreuevergabegesetz gestimmt. Und als im Bundestag 12 Euro Mindestlohn abgestimmt wurden, da hätte ihre Partei zustimmen können, hat sie nicht. Das heißt, in Fragen Gerechtigkeit, vernünftige Löhne, Nachfrage stärken, Infrastruktur... Muss die Mindestlohnkommission bestimmen, nicht der Bundestag. Da sind sie ja nicht alleine blank. Es ist ja auch die Regierung, die da nicht abliefert, aber nur mit Migration werden Sie da nicht durchkommen. Ja, es geht auch um Gerechtigkeit. Herr Lindemann, Herr Merz hat auch an diesem Ort diese Woche gesagt, wir brauchen die Option auf Atomkraft.
Was genau stellt er sich da vor und wo soll das stattfinden? Ja, das ist das Gleiche. Auch da müssen wir technologieoffen sein. Es wird in der Welt an der offen muss man ja wissen, wo es stehen soll. Ja, es wird an der vierten, fünften Generation weltweit geforscht. Es gibt Top-Forscher aus Deutschland, aus Dresden, die jetzt in Liverpool forschen, an der fünften Generation. Dort werden alte Brennstäbe genutzt, um neue Energie rauszumachen. Und deswegen muss ich offen sein, auch für dieses Thema. Und Herr Merz hat im Deutschen Bundestag auch von Energiepartnerschaften in Europa gesprochen. Wir müssen das Thema Energie europäisch denken und nicht mehr national. Aber da muss man jetzt wirklich sagen, die CDU ist aus der Atomkraft ausgestiegen, als das kein anderes großes Industrieland gemacht hat. Da haben sie genauso nach linksgrün geblickt wie mit der Grenzöffnung. Daran arbeiten wir heute noch. Das war ein Desaster im Nachhinein. Also wer für Europas größte Volkswirtschaft mit einem Austritt aus dem Euro, einem Austritt aus der EU und auch einem Austritt aus der NATO kokettiert und es vorhat, braucht sich über Wirtschaftskompetenz wirklich. Sie haben es im Europawahlprogramm drin gehabt, Sie haben den Brexit drin gehabt. Sie sind geschichtsvergessen und Wohlstandsvernichtung. Die EU muss doch auf den Prüfstand. Sie kann die Grenzen nicht schützen, sie kann keine Energiepolitik. Das kann alles so nicht weitergehen. Herr Höcker hat gesagt, diese EU muss sterben. Das ist Fakt. Das wäre jetzt nicht meine Wortwahl, aber diese EU muss an Haupt und Gliedern reformiert werden. Die kann so nicht weitermachen. Das ist damit gemeint. Aber das weiß doch jeder. Unsere Grenzen sind offen wie ein löchriger Käse. Da kann jeder. Das funktioniert nicht. Unsere Energiepolitik funktioniert nicht in Deutschland zumal. Können Sie sich angucken, was Sie wollen. Der Zentralismus von oben, die Bürokratie. Dann gebe ich die Frage, die ich Herrn Lindemann gestellt habe, nochmal an Sie. Wenn Sie sagen, man braucht zum Beispiel Atomkraft, wo? Wem stellen Sie ein Atomkraftwerk vor die Tür jetzt wieder? Ich bin jetzt kein Planer in Sachen Atomkraft und als solche antworte ich auch nicht. Aber deutsche Ingenieure sind seit 100 Jahren führend oder gewesen, auch in der Technologie. Die werden die besten Standorte herausfinden. Da verlasse ich mich noch drauf. Weil es ja in Frankreich, in allen Ländern so ist. Wir haben in Deutschland das Problem, weil ich jetzt auch wieder durch diese linksgrüne Politik einer Verhetzung einer Industrie, die ist ideologisch abgeschaltet worden, nicht technologisch, hat ja kein Land der Welt gemacht. Es waren die Grünen, die sozusagen verbohrt daran festgehalten haben. Und das ist ein Grundübel der Republik. Wir haben immer noch keine Lösung. Und Atomkraft ist so teuer, weil es subventioniert wird ohne Ende. Alle Länder der Welt machen es doch. Die bauen nach, alle Industrie. Haben Sie mal geguckt, wie lange das dauert und wie viel das kostet? Wer baut Ihr Kraftwerk? Wer versichert Ihr Kraftwerk? Rechnen Sie den Leuten dann auch ehrlich vor, dass der ach so günstige Atomstrom nur deshalb günstig ist, weil wir immer als Allgemeinheit die Kosten über unsere Steuern abgefedert haben für die noch nicht gefundene Endlagerung, für die Zwischenlagerung und alles dabei. Schenken Sie den Leuten doch rein Wein ein. Sie wollen einfach gegen anderes agitieren, obwohl wir beim Solarausbau und anderem wirklich rekordverdächtig vorankommen. Sie haben gar kein Konzept. Sie sind wie immer nur dagegen, so wie Sie bei jeder Wahl nur dagegen sind. Das ist nett für so eine Fernsehsendung, aber nicht zum Politikmachen am Ende. Und das wissen die Mehrheit der Leute auch sehr wohl. Die Chinesen sind nicht dumm, die Russen sind nicht dumm, die Franzosen, die Amerikaner, alle gehen in die Atomkraftwerke. Die sind alle nicht dumm. Die können alle eins und eins zusammenrechnen. Nur die SPD und die Grünen und die CDU nicht. Ich würde gerne noch mal Herrn Laie fragen, inwiefern wird sich die Wahl für Sie, die Bundestagswahl, unterscheiden von dem, was jetzt bei den Ostwahlen da war, wo das Thema Ukraine sehr stark im Vordergrund stand? Oder ist das im Prinzip die Wahl, die Sie wirklich richtig interessiert und die auch Sarah Wagenknecht richtig interessiert? Natürlich interessiert uns die Bundestagswahl. Ich will Ihnen jetzt nichts vom Pferd erzählen. Trotzdem nehmen die Landtagswahlen ernst und wir gehen unseren Weg ruhig und bleiben bei unserem Konzept. Das heißt, wir werden bei unseren Inhalten bleiben. Wenn der Ukraine-Krieg, es wäre natürlich gut, wenn der beendet wäre durch Friedensverhandlungen bis dahin. Wenn nicht, werden wir das Thema weiterhin natürlich, weil es auch einen Nerv in der Bevölkerung trifft, weil da ein großer Wunsch nach Frieden ist, werden wir dort auch den Rücken für gerade machen, auch wenn es Gegenwind gibt, aber auch Konzepte liefern. Deswegen, ich gucke jetzt mal Richtung CDU, ich kenne ja Ihre Position im Bundestag. Ich sehe nicht, dass sich da groß was von der Ampel unterscheidet in den Kernfragen, wo das Geld herkommen soll. Nur durch eine Prioritätenverschiebung im Haushalt wird das alles nicht zu leisten sein. Und deswegen werden wir auch Vorschläge zum Thema Gerechtigkeit und eine bessere Wirtschaft machen. Worum hat jetzt der Auftritt von Bernd Baumann jedenfalls aus meiner Sicht so gesessen? Zum einen das Auftreten von Bernd Baumann. Die Art und Weise, er wirkt sehr zurückhaltend, seriös. Also er gehört auch zu denjenigen, die am schwersten framebar sind, dass sie rechtsextrem sind, die in das Bild am wenigsten passen. Das Problem bei der AfD ist, Anfang 2024 stand die AfD ja bundesweit bei bis zu 23%. Und sie stand auch bei den Landtagswahlen im Osten deutlich besser da als jetzt. Das heißt, wenn jetzt im Januar Landtagswahlen gewesen wären, dann hätten wir jetzt vielleicht wahrscheinlich AfD-Ministerpräsidenten. Das Problem ist, das Framing, vor allen Dingen auch von Le Pen,
aber auch die Eigentore, die man aus meiner Sicht geschossen hat, indem man immer auf den Zug aufgesprungen ist durch Reaktionen und ungewollt das Framing bekräftigt hat, also beispielsweise mit der Potsdamer Konferenz, dann hat Alice Weidel einen Mitarbeiter entlassen. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, der Mitarbeiter, er hätte nicht hingehen dürfen. Es war Roland Hartwig auch noch bekannt. Aber das Problem ist, wahrscheinlich war sich Alice Weidel nicht der Wirkung bewusst, dass sie, wenn sie mit dieser Reaktion der Entlassung, dass sie das Alibi, dass sie das Framing der Öffentlich-Rechtlichen vollumfänglich stützt, dass das Beiwohnen dieser Veranstaltung unzulässig war. Nur darum geht es. Nur darum, also man schiebt was vor, die AfD reagiert drauf und erst dadurch wird es stark. Also wenn man einfach nicht reagiert hätte, wenn man die Öffentlich-Rechtlichen hätte reden lassen und nicht reagiert hätte, wäre die Auswirkung aus meiner Sicht viel geringer gewesen. Und wahrscheinlich ist da die Angst, die haben unendliche Macht, die können die Framings bestimmen, wie sie wollen. Tatsächlich ist es so, dass eine Reaktion der AfD nötig ist, um es glaubwürdig zu vermitteln. Also man braucht immer so einen Kronzeugen. Also es ist immer da, besonders wirksam, wenn beispielsweise AfD-Aussteiger erklären, wie böse die AfD ist, also wie Jörg Meuthen. Die Framings von Jörg Meuthen, die haben 2020 gesessen. Es hat sehr lange gedauert, bis die AfD sich davon erholt hat. Und genauso ist es hier auch. Der Eindruck ist, es ist dann völlig egal, was dann rauskommt. Was dann korrektiv, die Recherche, dass die vor Gericht verloren haben, das bekommen die ganzen Leute nicht mit, weil die Medien es nicht transportieren. Aber die Medien warten darauf, auf die Reaktion von Alice Weidel. Und das hat jeder mitbekommen. Weil natürlich die großen Medien das genau wissen, dass das für ihr Framing was bringt. Wie es dann weitergegangen ist, das ist dann versandet. Oder das kommt, so langsam dringt das durch, aber es kommt natürlich, bei ganz vielen Leuten kam es nie an. Das Framing sitzt, dann wird es vergessen, es wird nur das transportiert, was für das eigene Framing, also jetzt von Öffentlich-Rechtlichen, was sie vermitteln wollen. Und es ging dann ja in einer Tour so weiter. Es ging dann weiter mit Maximilian Krah, mit Peter Büstrom. Und auch hier war immer die Reaktion der AfD-Spitze hat das Framing stark gemacht. Und aus meiner Sicht, wenn man einfach nicht reagiert hätte, natürlich, man kann sich natürlich darüber ärgern, kann sagen, Maximilian Krah. Also aus meiner Sicht, was mich gestört hat, war diese Aussage zu der Nationalmannschaft, dass es irgendwie eine Legionärsmannschaft wäre oder irgend sowas. Natürlich kann man sich über solche Sachen ärgern und das muss man aber intern besprechen. Wenn man öffentlich was sagt, dann muss man das aushalten. Das bringt nichts, öffentlich wirksam sich davon zu distanzieren, weil dann, auch wenn man natürlich sagt, man hätte es klüger machen können, man hätte jetzt das Interview bei der italienischen Zeitung, man hätte da gar nicht auf das Thema eingehen können. Entscheidend ist die Frage, ist es jetzt eine Verharmlosung gewesen oder nicht? Und es war keine Verharmlosung, weil natürlich der Zusammenhang wurde ja deutlich. Es haben vergangene Bundeskanzler gesagt bei Nürnberger Prozessen. Und das ist das Entscheidende. Und wenn jetzt AfD-Vertreter ihn kritisieren, Maximilian Krah, dann transportieren die großen Medien so, dass es unzulässig war. Also dass es verbrecherisch war, dass es rechtsextrem ist. Das wird dann so verkauft. Also nur weil man sagt, es wäre taktisch jetzt klüger gewesen, dieses Interview nicht zu machen. Und natürlich, dass man ihnen Auftrittsverbot gegeben hat, dass man Peter Büstrom, der hat ja gar nichts mit zu tun, dass man das einfach auf diesen Zug, also ihn zurückgezogen hat, obwohl gar nichts gegen ihn vorliegt, damit hat man die Vorwürfe gegen ihn bestätigt. Also ungewollt natürlich, aber natürlich, man hat diese ganzen Vorwürfe durch die Reaktion vor der breiten Öffentlichkeit, hat man das bestätigt. Und deswegen sind die Ergebnisse aus meiner Sicht nicht besser ausgefallen, als sie jetzt ausgefallen sind. Weil auch von Le Pen, da kann natürlich jetzt die AfD nichts dafür, indirekt natürlich, weil Maximilian Krah hat sich schon lange gesagt, mit Le Pen, das wird nichts. Was man bei Le Pen hätte machen müssen, ist, dass man sehr stark sich von Le Pen distanziert, um dieses Framing zu sprechen, weil sie auch so eine Art Kronzeugenstatus hat. Und wenn sie dann auch sagt, mit der Potsdam-Konferenz, die AfD ist ganz schlimm, das sitzt bei den Leuten. Und das ist, natürlich kann man sich über die Leute ärgern, aber aus meiner Sicht muss man zugestehen, dass das eben nicht so leicht auszubügeln ist. Und die AfD ist jetzt in den Umfragen wieder bundesweit bei 20%, aber eben nicht so gut, wie es im Januar war. Und das zeigt sich jetzt eben auch bei den Ergebnissen. Und das ist nicht heilbar. Das ist einfach so schnell nicht heilbar. Man kann schon froh sein, dass es schon vergleichsweise schnell ging. Also ich hätte jetzt nicht gedacht,
dass es so schnell ging. Ich hätte eher gedacht, dass es noch länger dauert. Und aber zum Glück, wir kratzen wieder an der 20%, aber natürlich, es ist aus meiner Sicht, ist es eine Niederlage. Es ist eine ganz klare Niederlage, weil die Altparteien, es gibt keine AfD-BSW-Mehrheit. Und die Altparteien haben zum Glück, aber SPD und CDU schaffen es zum Glück auch nicht zusammen. Aber man muss ja natürlich sehen, dass man jetzt noch Glück gehabt hat, dass FDP und Grüne, die schon noch ein paar Prozente haben, und Linkspartei, dass die alle rausgefallen sind. Das heißt, die Altparteien insgesamt, wenn man jetzt keine Prozenthürde gäbe, wären sie schon noch in der Mehrheit. Und es ist auch auffällig, dass der Moderator in der Runde hat auch von Anfang an gesprochen von einem AfD-Sieg bei den drei Landtagswahlen. Obwohl es aus meiner Sicht gar kein Sieg war. Und warum macht der Moderator das? Weil der Moderator genau weiß, dass dieses Siegesgeheul, wenn man sagt, ja, wir sind jetzt hier ganz vorne, wir haben gewonnen, wir sind so super und zählt nichts auf, dass das der AfD gar nichts bringt. Sondern im Gegenteil, dadurch die Rolle der Öffentlich-Rechtlichen verschwindet, weil wenn die AfD gewonnen hat, dann sind die Öffentlich-Rechtlichen ja in Ordnung. Stattdessen wäre es klüger, wenn man nicht so triumphierend auftritt. Natürlich ist es natürlich okay, wenn Bernd Baumann sagt, die Zukunft gehört uns, wir haben darauf aufmerksam gemacht, dass die Jugendlichen, dass die AfD bei den jungen Leuten gut abgeschnitten hat. Aber aus meiner Sicht, man sollte das gar nicht so sagen, dass man gewonnen hat, weil wir haben nicht gewonnen. Und wir, vor allem die Mitglieder und die Anhänger, sind in einer ganz prekären Lage. Sie werden in ihren Berufen geschädigt. Und es ist also ganz schwierig, Anhänger zu sein. Und daran ändert sich auch so noch nichts. Also mit 20% bundesweit ist es noch viel zu wenig. Das heißt, es ist viel klüger zu sagen, wir haben nicht gewonnen, weil die Öffentlich-Rechtlichen uns die großen Medien mit ihrer Berichterstattung uns geschadet haben. Wenn sie uns nicht geschadet hätten, dann wären wir noch viel besser. Und das ist ja auch die Realität. Das heißt, es ist eine Falle, wenn man jetzt sagt, ja, wir haben gewonnen, es ist alles ganz klasse und jetzt gewinnen wir noch viel mehr, dann ja, kann ja die Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen und der großen Medien nicht so schlecht gewesen sein. Was natürlich nicht stimmt. Warum war jetzt der Auftritt von Bernd Baumann aus meiner Sicht so überzeugend? Weil er hat jetzt aus meiner Sicht voll ausgenutzt, dass die Gegebenheiten, wie sie sind, dass die CDU aus der Atomkraft ausgestiegen ist, da kann man nicht genug darauf aufmerksam machen. Damals haben sie natürlich nicht gewusst, mit der Ukraine-Krise, dass es kein Gas mehr gibt. Sie haben gedacht, unter den damaligen Voraussetzungen oder auch mit dem Hintergrund, dass die Medien das unterstützen, man hat gedacht, ja, das läuft schon irgendwie. Dass jetzt die wirtschaftlichen Probleme so groß sind, dass jetzt plötzlich Deutschland, ja, dass mit dem Wegfall von dem Gas jetzt so ein Energieproblem da ist, das fällt jetzt auch der CDU stark auf die Füße. Und Bernd Baum hat darauf aufmerksam gemacht, auch auf die ganze verfehlte Wirtschaftspolitik. Und aus meiner Sicht, das hat langfristig gesessen. Man muss ja immer dran denken, nach der Wahl ist vor der Wahl. Und diese Sendung jetzt, Bernd Baumann, man muss das als Wahlkampfauftritt sehen, weil jetzt in den nächsten Monaten nie wieder werden so viele Leute einen AfD-Vertreter sehen. Also die AfD sonst nie sehen. Also jetzt ist die Gelegenheit, einen O-Ton zu liefern. Und zum Glück, Bernd Baumann hat aus meiner Sicht einen hervorragenden O-Ton geliefert, zum Glück. Also bei diesen Themen, da hat er, ja, also aus meiner Sicht, da hat er, also er hat sich gut präsentiert und diese Themen in den Mittelpunkt gestellt. Das ist ganz wichtig, es in den Mittelpunkt zu stellen, weil die großen Medien machen das natürlich nicht. Oder sie machen es jetzt natürlich schon ein Stück weit, um die anderen Parteien dazu zu bringen, eine gute Wirtschaftspolitik zu machen. Weil sie wissen langfristig, wenn die Wirtschaft so schlecht bleibt, das spielt der AfD in die Hände. Also muss man jetzt in den sauren Apfel beißen, die Grünen und alle drangsalieren, dass sie endlich eine gescheite Wirtschaftspolitik macht, damit Deutschland nicht als geistige, oder wie man das bezeichnen soll, als geistige Kolonie für Waffenlieferungen in der Ukraine, wo Deutschland dringend gebraucht wird, dass Deutschland da nicht rausfällt. Und ja, es ist einfach nicht, da kann Lindemann erzählen, was er will, die CDU hat den Atomausstieg beschlossen. Und das bleibt für immer. Und auch die Wirtschaftspolitik, die schlechte Infrastruktur, die Situation, 16 Jahre CDU, das ist nicht wegzudiskutieren. Und ja, man kann es nicht oft genug wiederholen und es ist sehr wichtig, das ist mir auch schon aufgefallen, das haben die AfD-Leute wahrscheinlich verabredet. Auch Björn Höcke hat immer darauf beharrt, auf der Vergangenheit, und hat das in den Mittelpunkt gestellt, in Thüringen. Und genauso
hat es jetzt Bernd Baumann auch gemacht und damit die anderen vor sich hergetrieben, weil sie eigentlich damit substanziell nichts sagen, dagegen nichts sagen können. Interessant fand ich die Aussage von Christian Laie zu der Sozialpolitik, also wie er sich da von der AfD abgegrenzt hat. Und diese Art der Abgrenzung finde ich vollkommen legitim. Und das ist auch gut, wenn sie ein eigenes Profil haben und mit der Sozialpolitik. Also ich denke, dass die AfD und BSW, wenn sie eine Koalition machen würden, da das sehr gewinnbringend für beide Seiten sein könnte, dass sie da einen sehr guten Kompromiss hinbekommen. Ich war früher auch eher immer so wirtschaftsfreundlich und so, aber ich denke, das Soziale, das ist wichtig und das sollte man nicht aus den Augen verlieren. Ohne dass man jetzt die Marktwirtschaft abschafft und Leistung bestraft und Leute für Leistung bestraft. Aber ich denke, dass der Ansatz von BSW oder von Sarah Wagenknecht, das soll jetzt nicht heißen, dass das AfD-Bashing, was sie gemacht hat, ist unsäglich, es ist ein Riesenfehler und es war schädlich für Deutschland. Aber jetzt mit der Sozialpolitik, da denke ich, das ist zu einfach, sie da als Kommunistin zu bezeichnen und das alles abzukanzeln. Vor allem ihre Aussagen zu der Bildung von Monopolen, dass man das verhindern muss. Das ist, denke ich, ein Ansatz, darüber muss man nachdenken, das ist zu unterstützen. Also diese Monopolbildung, also zum Beispiel, nehmen wir mal beispielsweise, aus meiner Sicht, ich bin jetzt kein Wirtschaftsexperte, aber wenn man sich jetzt mal die Privatisierung der Bahn anguckt, das klingt jetzt so, ja, marktwirtschaftlich, ja klar, der freie Markt, Privatisierung. Und was sehen wir jetzt? Die Bahn kommt dauernd zu spät. Und was ist natürlich so, dass die Leute immer noch gezwungen sind, Bahn zu fahren, weil es gibt ja keine andere deutsche Bahn. Aber natürlich, wenn jetzt für die Bahn ist es natürlich lukrativ, einzusparen. Das heißt, die Leute kommen die ganze Zeit zu spät, weil halt zu wenig Züge da sind, zu wenig Strecken da sind. Aber die Kosten bezahlt die Gesellschaft, weil es ja nicht eine zweite deutsche Bahn gibt. Das heißt, diese Privatisierung, es hat eigentlich nichts Marktwirtschaftliches, weil es gibt einfach keinen Konkurrenten. Und es wurde einfach nur eingespart zulasten der Gesellschaft. Das heißt, die Deutsche Bahn hat vielleicht mehr Gewinne produziert, aber auf Kosten des Ruhes von Deutschland und die Infrastruktur ist einfach schlechter. Und aus meiner Sicht, da muss man also mit Vernunft an sowas rangehen und nicht einfach sagen, ja, Marktwirtschaft ist, der Markt ist super. Wenn es dann aber so läuft wie bei der Privatisierung der Bahn, ist es natürlich, ja, also ist, aus meiner Sicht ist die Frage, ob dann in der Gesamtsumme für die Gesellschaft, wenn man jetzt Deutschland als Ganzes betrachtet, ob so wie das gelaufen ist mit der Deutschen Bahn, ob das ein Gewinn ist. Und allein solche Gedankengänge eben zu Monopolen, ich denke, dass da man nicht einfach sagen kann, BSW sind Kommunisten, alles was sie sagen, sind dumm. Sondern da kann man bestimmt lernen und Kompromisse finden. Oder sich auf was Gutes einigen. Da muss man natürlich dann dieses Dämonisieren und so weiter muss da aufhören. Es ist ja auch noch hinzuzufügen, dass bei der Energie man sich ja einig ist. Und die Energie, ich denke, die AfD könnte auch noch mehr herausstellen, den Schlüssel von billiger Energie. Weil das wirkt ja in vielerlei Hinsicht, wirkt das wie ein Teufelskreis, positiv oder negativ. Wenn die Energie billig ist, dann haben die Leute mehr Geld und die Produkte sind billiger. Also die Leute können mehr kaufen und die Produkte sind auch noch billiger. Und gleichzeitig, wenn die Energie teuer ist, dann können sich die Leute nichts kaufen und die Produkte sind teuer. Also man muss nur eins und eins zusammenzählen. Das heißt, wenn es gelingt, die Energiepreise zu senken durch billiges Gas, das würde schon extrem viel bringen. Extrem viel bringen. Also die Wirkung ist so stark und die Energiepreise sind ja jetzt in den letzten 20 Jahren unglaublich gestiegen und sind ja in Deutschland so teuer wie sonst irgendwo. Und natürlich jetzt besonders für den Endverbraucher, da wirkt es sich schädlich aus, aber das ist auch wirklich asozial, weil es natürlich genau die Leute, die wenig Geld haben, man kann ja sagen, dass jeder Haushalt den gleichen Grundbedarf an Energie hat eigentlich. Also das ist wie eine Steuer, die jeder gleich bezahlen muss, unabhängig vom Einkommen. Also das Gegenteil von dem progressiven Steuersatz. Und das könnte man in den Mittelpunkt stellen und das ist ja der Kernpunkt, wo man sich mit der CDU nicht einig ist, weil ja die CDU kein billiges Gas will und wo man sich mit BSW einig ist und wo man auch was sozial extrem viel bewirkt.